Als Verschwörungstheoretiker ist man heutzutage ja nicht mehr einsam. Die Zuschreibungen zu dieser Klasse, Gruppe oder Glaubensgemeinschaft haben ein so inflationäres Ausmaß angenommen, dass Skeptiker und Kritikerinnen von Regierungsverlautbarungen umgehend Gefahr laufen, diesem Lager zugeschlagen zu werden. Seinen Siegeszug im Zeichen der psychologischen Kriegsführung hat der Begriff Verschwörungstheorie vor 2 Jahrzehnten angetreten, als George W. Bush im Oktober 2001 vor der UN-Vollversammlung sagte: Wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem 11. September tolerieren, boshafte Lügen, die die Schuld von den Terroristen ablenken, weg von den Schuldigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Wahrheit über den Terror allerdings noch unbekannt. Nicht einmal die Identitäten der 19 Hijacker waren geklärt, geschweige denn die Frage, wie sie mit 2 Flugzeugen 3 Wolkenkratzer pulverisieren konnten. Die Bush-Regierung hatte bekanntlich die Einsetzung einer staatlichen Untersuchungskommission über 1 Jahr lang verweigert und stattdessen den War on Terror ausgerufen. Unter der Parole mit uns oder mit den Terroristen. Wer da noch Fragen stellte, war auf der Seite der Terroristen als boshafter Lügner und frevelhafter Verschwörungstheoretiker. Weil ich schon Monate vor dem 11. September 2001 damit angefangen hatte, ein Buch über Verschwörungen und Verschwörungstheorien zu schreiben, notierte ich mir am Morgen, dass diese oft benutzt werden, um komplexe Ereignisse auf eine einfache Ursache zu reduzieren. Und wunderte mich dann, dass, als die WTC-Türme noch nicht einmal eingestürzt waren, schon Osama bin Laden als Hauptverdächtiger genannt wurde und am nächsten Tag als Täter quasi feststand. Meine für extreme Komplexitätsreduktion sensibilisierte Optik schlug aber spätestens dann Alarm, als in dem hängen gebliebenen Koffer des angeblichen Rädelsführers Mohammed Atta ein Korangebetbuch sowie sein Testament gefunden wurde. Wie es der Zufall dann auch noch wollte, fand sich in einem Mietwagen seiner Kameraden ein Zettel mit der Handynummer von niemand anderem als Osama bin Laden. Mich beschlich das Gefühl, dass hier gerade ein hochkomplexes Ereignis auf einen simplen Sündenbock reduziert wurde. Ich wunderte mich, haben wir es nicht nur mit einem live übertragenen Verbrechen, sondern auch mit dem medialen Making-of einer Verschwörungstheorie zu tun? Nach George Bushs Diktum war zwar schon eine solche Frage frevelhaft. Ich aber kam mir vor wie ein Paläontologe, der historische Fußabdrücke von Dinosauriern untersucht und seinen Forschungsgegenstand plötzlich live in der freien Wildbahn erlebt. Dass die großen Medien von dieser Beobachtung nichts wissen wollten, schaffte für mich die Ungereimtheiten und Widersprüche der offiziellen Version dieses Terroranschlags nicht aus der Welt. Und diese Fragezeichen verschwanden auch nicht nach dem 2004 vorgelegten 9-11-Report der offiziellen Untersuchungskommission, dessen Kronzeuge Khaled Sheikh Mohammed in Guantanamo für seine Aussagen 182 Mal dem Waterboarding unterzogen wurde. Kein Gericht der Welt hätte solche Foltergeständnisse als Beweis akzeptieren können. Doch vor einem ordentlichen Gericht mit einem rechtsstaatlichen Verfahren wurde diese Anklage bis heute nie verhandelt. Das Urteil war ja auch ohnehin längst gesprochen und lautete War on Terror, Krieg gegen Afghanistan. Es war eher ein Zufall, dass meine für Verschwörungstheorien sensibilisierte Perspektive an diesem 11. September 2001 schnell meine Zweifel an der offiziellen Darstellung geweckt hat. In der Folge machten meine weiteren Recherchen dann zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten an der offiziellen Version von 9-11 deutlich. Das Herausarbeiten der vielen Merkwürdigkeiten hat mir zwar das schwer ablösbare Etikett Verschwörungstheoretiker eingebracht, wie jedoch in meinen 3 Büchern zu 9-11 leicht nachprüfbar ist, habe ich zwar die Lücken und Lügen der offiziellen Legende dargelegt, selbst aber nie eine Theorie über die Hintermänner, geschweige denn eine Verschwörungstheorie, aufgestellt. Denn die Wahrheit über den 11. September kenne ich nicht. Und kein Journalist, kein Historiker kann sie ermitteln.
Das kann nur ein ordentliches Gericht, das Zeugen vorladen und die Freigabe von geheim gehaltenen Dokumenten erzwingen kann. Deshalb kann es zum 20. Jahrestag nur eine Forderung geben: die Neuuntersuchung des Verbrechens. Reinvestigate 9/11.